Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll digitalisiert werden eine Baureihe 212 oder V100 von Märklin. Mal direkt vorab, nein, das ist nicht dasselbe Modell wie in einem der vorherigen Videos, sondern das ist eine Ausführung Epoche 5 und zwar ist es die Märklin 3347. Oder 33723, so genau kann ich das leider nicht sagen, denn ich habe keine Originalverpackung von dieser Lok. Die Lok stammt von eBay, dort habe ich sie ersteigert für schlappe 45 Euro. Wie man sieht, ist sie nicht wirklich viel gefahren. Ich halte euch das mal hier näher ran. Der Schleifer ist zwar benutzt, aber nicht wirklich stark abgenutzt. Und mit diesem Modell habe ich heute einiges vor. Zum einen soll dieselbe Art von Beleuchtung eingebaut werden wie in der V100, die ich euch bereits gezeigt habe, in der Epoche 5, in der Epoche 3 Ausführung meine ich natürlich. Dazu habe ich schon mal vorbereitet diese Lichtleiter inklusive LEDs. Dann erhält das Modell natürlich die bekannte Schnittstellenplatine, in diesem Fall ein Modell der Firma ESO. Warum ein Modell der Firma ESO? Weil ich vorhabe, die ein oder andere Funktion einzubauen. Des Weiteren wird das Modell erhalten Telex-Kupplungen. Ich habe hier mal die Klotzköpfe, nennt man sie allgemein im Internet, von Märklin mir besorgt. Außerdem wird das Modell erhalten einen Lok-Sound, den 58419. Dann werden noch, ich habe schon mal diverse Kleinteile vorbereitet, eine Führerstandsbeleuchtung werde ich ebenfalls noch nachrüsten. Sofern dann noch Platz ist in der Lok, werde ich auch einbauen einen Puffer oder ein Powerpack, ebenfalls der Firma ESO, in dem Fall die 54671. Und beginnen möchte ich diesen Umbau damit, dass die Lok mechanisch auf einen Hochleistungsantrieb umgerüstet wird, auf den 60944. Und damit werden wir jetzt erstmal starten. Zu Beginn solcher Umbauten natürlich wie immer erst einmal muss das Modell zerlegt werden. Und zum Vorschein kommt bei dem Lok, bei der Lok hier ein Delta-Decoder sowie die Beleuchtungseinheiten. Die Beleuchtung wird natürlich komplett ausgebaut. Was ich hier auch abändern werde, sind hier sind diese Halter für die Beleuchtung, die brauche ich nicht mehr. Das muss ich mir mal anschauen, ob mit meiner Umrüstung der Beleuchtung diese Halter noch hier drin verbleiben können oder ob ich die entfernen muss. Das werde ich aber erst später sehen. Und wie gesagt, als allererstes jetzt wird das ganze Modell zerlegt, beziehungsweise die komplette Elektronik kommt nun raus. Bei diesem Modell muss man etwas anders vorgehen, was den Ausbau des Motors angeht, denn er ist hier fest verschraubt. Dazu dient einmal hier unten diese Schraube. Und hier oben befindet sich die zweite Schraube. Ein wichtiges Teil, das ihr nicht verlieren dürft, müsst ihr immer darauf achten, ist, die Verbindung zwischen diesem Zahnrad hier, das vom Motor kommt, und diesem Gegenstück Zahnrad hier unten, ist dieses H-Profil.
Das solltet ihr nicht verlieren, denn wenn ihr wieder einen Antrieb haben wollt, dann braucht ihr unbedingt dieses Teil. Hebt es gut auf. Weiter geht es damit, dass wir den alten Motor jetzt erstmal komplett ausbauen. Die ganze Elektronik und Elektrik lasse ich dran. Was ich ausbauen werde, ist hier diese kleine Kupferlasche, denn die kann man immer wieder gut verwenden für andere Modelle zum Umbauen. Jetzt ist eigentlich auch schon die gesamte Elektronik der Lok ausgebaut. Abgeklipst, habt ihr wahrscheinlich vorhin schon gesehen, habe ich hier den Schleifer. Da werde ich noch ein neues Kabel anlöten. Da muss ich sowieso noch mal ran für die Wartung der Lok. Ich habe jetzt hier beim Ausbauen habe ich gesehen, dass an einigen Stellen das Getriebe doch ein wenig verharzt ist. Vor allem hier unten, wo dieses H-Profil eingesetzt ist, hier klebt doch einiges an verharztem Fett. Denn dieses Profil wird auch immer mit Fett eingesetzt. Das ist soweit auch okay. Das Getriebe sieht erstmal an sich erstmal gut aus. Da ist jetzt kein großer Harzansatz zu sehen. Die Kohlen habt ihr vielleicht schon gesehen. Ganz neu sind sie nicht mehr, aber sie sind auch noch nicht so stark abgefahren. Also unterstützt das meine Theorie, dass das Modell jetzt nicht wirklich häufig gefahren ist. Dann werde ich jetzt zunächst einmal die einzelnen Getriebeteile reinigen, auch vom Drehgestell das Getriebe werde ich reinigen. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich die Reinigung durchgeführt habe. Die Einzelteile der Lok habe ich jetzt gereinigt. Das Getriebe, die Antriebseinheit, auch hier das vordere Drehgestell habe ich abmontiert. Da ist immer ganz wichtig, oder was heißt ganz wichtig, aber hier, ich würde immer hier diese Kontaktfläche hier reinigen. Darüber läuft die Masse und über diese kurzen Hörner hier, die man hier sehen kann. Da kommt auch teilweise Masse und wenn hier diese Stellen dann schwarz sind, dann kann es durchaus zu Masseproblemen an der Lok kommen. Ich werde jetzt erstmal das Getriebe noch nicht wieder alles zusammensetzen, da ich ja, wie ich erwähnt hatte, ich weiß noch nicht, ob ich diese Befestigung hier von der alten Beleuchtung noch entfernen muss. Wenn ich das dann noch muss, werde ich es natürlich mit einer kleinen Flex machen. Und bevor mir jetzt dann da Metallteile wieder in das Getriebe reinfliegen, lasse ich das lieber erstmal nochmal raus. Und setze jetzt erstmal nur in das Getriebe schon mal die Teile des Hochleistungsantriebs ein. Ich habe mal bei dem alten Teil nochmal nachgezählt. Es sind 8 Zähne an dem alten Rotor. Das heißt, man muss auch den aus dem Set, da sind ja immer 2 Rotoren drin, muss man den mit 8 Zähnen nehmen. Es gibt noch einen mit 7 Zähnen, da muss man ein bisschen aufpassen. Das wäre dann jetzt der nächste Schritt. So, dann können wir das Ganze jetzt hier, wie ich eben schon sagte, alles zusammenbauen. Einmal muss ich schauen, dass ich den Rotor mit den 8 Zähnen erwische. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist der falsche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist der richtige, das ist den, den ich brauche. Dann müssen wir noch das richtige Motorschild herausnehmen. Das ist in diesem Fall hier dieses. Den Dauermagneten brauchen wir. Natürlich die Schrauben, die Kohlen und die Drossel. Der Rest wandert in den Fundus. Ja, zunächst einmal, wie immer bei sowas,
ob man jetzt zuerst den Magneten einsetzt oder den Rotor, das ist eigentlich mehr oder weniger gehopst wie gesprungen. Da hat so jeder seine Arbeitsweise. So, bei dem hier sieht man, hier sind einmal die großen vorgestanzten Bolzen und hier die großen Löcher. Das heißt, das gehört so zusammen. Und in dem Motorschild sind dann die etwas kleineren Löcher. So passt das aufeinander. Ich sehe gerade, ich glaube, ich habe das falsche Motorschild rausgenommen. Denn die Bohrungen sind hier an anderer Stelle. Ja, genau, ich habe das falsche Motorschild rausgenommen. Kann ja mal passieren. So. Ich setze den Motor immer auf der Seite. Also hier ist ja die Seite, die in die Lok reinkommt mit dem Zahnrad oder ins Getriebe reinkommt. Die setze ich immer mit einer kleinen Menge Fett ein. Sowohl auf die Welle als auch auf das Zahnrad. Und dann kommt eine ebenfalls minimale Menge in die Bohrung des Motorschilds. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, nicht, dass zu viel da drauf landet, weil wenn das nachher hier in den Unterbrechern des Rotors reingerät, kann es sein, dass es zu Kurzschlüssen oder Kriechströmen kommt. Und dann im schlimmsten Fall würde dadurch der Decoder beeinträchtigt werden, beziehungsweise sogar beschädigt. Schräubchen sind dabei. Ich muss jetzt mal gucken, welche Schraubenlänge ich hier brauche. Ich versuche es als erstes mal mit der etwas dünneren Schraube. Sieht auf den ersten Blick gut aus. Jetzt sind noch keine Kohlen drin, das heißt, das Ganze dreht noch relativ gut und einfach frei oder sollte frei drehen. Es dreht nicht frei, also habe ich irgendwo ein Problem. Ich schaue mal die Problematik jetzt erstmal genauer an. Das müsst ihr ja jetzt nicht unbedingt mitverfolgen, wie ich hier herumprobiere. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das Problem gelöst habe. Da bin ich auch schon wieder. Also das Problem ist nicht gewesen, dass ich den falschen Rotor genommen habe, sondern, ja, eigentlich ist es kein Problem, sondern es ist die Getriebeübersetzung. Die Getriebeübersetzung ist ja wohl so gewählt, dass man mit nur sehr erheblichem Kraftaufwand an diesem Zahnrad den Motor überhaupt drehen kann. Deshalb Obacht beim Umbauen des Modells, nicht mit zu viel Kraft hier versuchen, das Ganze zu bewegen, um zu kontrollieren, ob der Motor frei dreht, sondern beispielsweise hier dieses erste Zahnrad mal drehen. Man sieht, das dreht frei. Ich weiß es nicht. Ja, auf dem Video kann man jetzt nicht den Rotor an sich erkennen. Das dreht frei. Ich möchte jetzt hier nicht noch mit übermäßig viel Kraft dran drehen an diesem Zahnrad. Nicht, dass ich das nachher noch beschädige. Es ist zwar aus Metall, aber auch Metall ist nicht unendlich belastbar. Also der Motor dreht in diesem Fall hier frei. Jetzt kommen noch die Kohlen hinein. Und dann werde ich erstmal nochmal die Drosseln anlöten. Hier ist tatsächlich, das habe ich auch noch nie gesehen bei einem Umbausatz, hier sind tatsächlich schon, die sind schon vorverzinnt. Hier sind schon
Lötpunkte drauf. Das habe ich auch noch tatsächlich noch nie gesehen bei einem Umbausatz. Aber der scheint jetzt nicht, dass er schon mal irgendwo eingebaut gewesen ist. Also es ist kein Gebrauchteil gewesen. Der kam auch original verpackt hier bei mir an. Zur Sicherheit werde ich gleich nochmal den Motor an eine Gleichstromquelle anschließen, nur um zu gucken, ob auch alles in Ordnung ist. Und da kann ich ihn auch direkt einlaufen lassen, beziehungsweise die Kohlen laufen ein dann. So, wie man Kohlen einsetzt, ist, glaube ich, auch kein großes Geheimnis. Hier hinten ist eine Nut in der Kohle drin. Ich hole sie nochmal raus. Hier vorne befindet sich so eine halbrunde Fläche. Auf der Rückseite befindet sich diese Nut. Die Nut ist hinten. Die lassen sich auch nur so einsetzen, dass die Nut quasi in dieser Flucht sich hier befindet. Dort hineinkommt diese Lasche, die Kohle dann auf den Kollektor drauf drückt. Nochmal die alte Konstruktion. Die alte Konstruktion war ein sogenannter Scheibenkollektor. Das heißt, auf dieser Seite, dieses runde Ding hier, das ist der Kollektor. Da haben die Kohlen von außen drauf gedrückt, indem die Kraft quasi senkrecht hier hineinging. Und dieser Motor ist jetzt ein sogenannter Trommelkollektormotor. Ich hole nochmal gerade den anderen Rotor, da kann man das sehen. Anstatt eine Scheibe, wie bei diesem hier, wo die Kohlen draufdrücken, gibt es hier eine Trommel, wo von außen die Kohlen draufdrücken in diese Richtung. Das verbessert insgesamt den Kontakt. Und der Unterschied natürlich hier zu den Motoren, darum halt der Hochleistungsantrieb. Dieser hat 5 Sterne, ist ein 5-sterniger Rotor. Dieser hat nur 3 Sterne. Dadurch ist der Langsamlauf gerade dieses Rotors wesentlich besser als der mit nur 3. Gut, ich schließe den jetzt, ich löte jetzt noch einmal die Drosseln an. Wenn ich das gemacht habe, schließe ich ihn mal an eine Gleichspannungsquelle an. Und dann zeige ich euch, dass das Getriebe in diesem Zustand schon quasi fertig ist. Motor ist ans Netzteil angeschlossen. Dann drehen wir mal ein bisschen die Spannung auf. Wie man sieht oder besser hört, das typische nicht gerade leise Geräusch einer Märklin-Lok der älteren Generation. Und so wird der Motor jetzt erstmal eine gewisse Zeit in die eine und eine gewisse Zeit in die andere Richtung laufen. Normalerweise mache ich das eigentlich immer, wenn schon der Decoder eingebaut ist, dann läuft die Lok auf meinem Prüfstand ein wenig vor sich hin. Da ich aber dieses Mal auch wirklich prüfen wollte, dass das Getriebe hier frei läuft, wegen der eben beschriebenen Übersetzung, mache ich es erstmal jetzt so. Das schadet ja auch nicht. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich beginne, in die Lok die Beleuchtung einzubauen, beziehungsweise in das Gehäuse. Okay, Licht im Gehäuse, beziehungsweise Licht für das Gehäuse. Ich muss hier noch die angedeuteten roten Schlusslichter, da muss ich noch Löcher hineinbohren, auf der anderen Seite ebenso. Ich habe schon mal vorbereitet die Beleuchtung, die ich einbauen möchte. In dem letzten Video, beziehungsweise in dem Video zum Umbau der V100, habe ich ja schon mal gezeigt, wie ich diese Beleuchtung baue. Das ist also ein Lichtleiter aus Acrylglas. Hinten drauf klebt eine weiße LED, in dem Fall hier. In dem letzten Video wurde ich dann, beziehungsweise
ja, doch, im letzten Video wurde ich dann gefragt, warum ist dieser Lichtleiter noch so lang? Das hat einen eigentlich relativ einfachen Grund. Ich setze den mal gerade ein. Dann kann man das vielleicht besser sehen. Das hat einen einfachen Grund. Der steht ja jetzt hier noch raus aus dem Gehäuse. Und in dem Zustand jetzt gehe ich einfach nur hin mit einem Seitenschneider, schneide das Ganze ab auf die richtige passende Länge. Ungefähr, weil ein bisschen lasse ich jetzt noch rausstehen. Man sieht es jetzt vielleicht im Video. Ja, man sieht es, dass das Ganze noch ein wenig heraussteht. Das hat den Grund, dass ich jetzt noch das Ganze gerade mache mit einer Feile und dann kann ich das Ganze einkleben. Und warum, wie gesagt, warum bleibt es überstehen? Ja, ganz einfach, ich kann es besser abschneiden, als nachher wieder dran kleben. Das heißt, wenn ich hier diese Lichtleiter zu kurz abschneide, dann habe ich ein Problem, dann kriege ich das hier nicht mehr rein in die Lok, beziehungsweise nicht mehr richtig verklebt. Und die andere Frage war, warum nicht vorverdrahtete LEDs verwenden? Ja, keine Ahnung. Bei der warmweißen LED, die ich in die Epoche 3 V100 eingebaut habe, lag das einfach daran, dass ich keine passenden warmweißen LEDs hatte in dieser Größe. Ich habe mir hier mal eine mit kaltweißen LEDs gemacht, um mal zu testen, habe ich hier dasselbe Problem wie in dem V100 Video beschrieben, dass das Licht überall hingegangen ist, nur am Ende nicht hier hinten aus dem Lichtleiter raus. Hier habe ich das Ganze jetzt mal angeschlossen ohne. Ihr seht es, hier ist kein Schrumpfschlauch oder sowas drumherum. Am Ende hängt diese wirklich winzig, winzig kleine LED dran. Und die hat ungefähr denselben Effekt. Sie hat etwas mehr Lichtverlust dadurch, dass die LED hier noch ein bisschen was abstrahlt als diese Dinger hier. Die haben nahezu überhaupt gar keinen Lichtverlust mehr. Aber so wäre das hier auch möglich. Denn die LED am Ende ist jetzt groß genug, beziehungsweise klein genug. Hier sieht man ja, diese stehen etwas über den Leiter über. Man sieht das hier, wo der Schrumpfschlauch ausgebeult ist. Und da habe ich hier in diesem Gehäuse, speziell in diesem Gehäuse, das heißt, das mussten jetzt nicht bei anderen Loks genauso sein, habe ich halt das Problem, der Abstand zwischen Weiß und Rot ist allerhöchstens 1 mm, wenn das Ganze durchbohrt ist, vielleicht sogar noch weniger. Und darum habe ich einfach das Problem, dass wenn ich hier einen Schrumpfschlauch drüber ziehe, dann wird das Ganze zu dick und dann stehen die Lampen hier schief drin, beziehungsweise die Leuchten oder die Lichtleiter stehen dann hier schief drin. Und aus diesem Grund habe ich diese Konstruktion gemacht mit dem 90-Grad-Winkel. Da kann ich dann einfach, wenn ich die LED nach oben oder nach unten drehe, habe ich noch ein bisschen zusätzlich Platz, wenn ich das Ganze hier einbaue. Ich werde jetzt hier in diesem Modell trotzdem diese, ich sag mal, alte Konstruktion weiterverwenden, anstatt jetzt diese schlankere neue Konstruktion einzubauen. Hat den schlicht und ergreifend einfachen Hintergrund. Hier, ihr seht es ja schon, ich habe die einfach schon vorbereitet. Also werde ich die so auch einbauen. Aber wenn ihr mal das habt, dass ihr, so wie in dem Fall hier, nur angedeutete Schlusslichter habt und ihr sagt euch, oh, ich möchte aber gerne die richtigen Schlusslichter da drin haben. Ein Kunststoffgehäuse ist relativ einfach zu durchbohren. Das ist kein großer Aufwand. Dann könnt ihr das machen und hier muss ja keine weiße LED wie in dem Fall jetzt hier draufkleben, sondern hier kann man genauso gut eine rote LED draufkleben. Und darüber könnt ihr auch relativ schöne Schlusslichter oder Beleuchtung realisieren. Ja, wie gesagt, ich baue jetzt erstmal hier die Beleuchtung ein. Das wird ein bisschen dauern. Ich zeige das jetzt hier eben nicht im Detail. Das ist ja in dem anderen Video über die V100 Epoche 3 ist es ja relativ genau erklärt, wie ich es gemacht habe. Und dann braucht man, ich denke, hier jetzt nicht nochmal den Aufbau und dergleichen erklären. Und ich setze das Ganze jetzt erstmal ein. Ihr habt ein bisschen Glück, dass das Ganze nur geschnitten ist. Denn ihr hättet lange warten müssen,
bis das Ergebnis so gewesen ist oder so gewesen wäre. Ich habe mal geprüft, ob diese Anschlüsse hier drin bleiben können. Die Beleuchtung ist also eingebaut. Ich erkläre es nochmal ganz kurz, wie es aufgebaut ist. Also hier sind jetzt auch Lichtleiter eingebaut. Das Gehäuse habe ich also durchbohrt. An den Seiten sind hier immer Fräsarbeiten nötig, denn hier ist das Gehäuse zu dick, beziehungsweise hier dieser Steg wäre zu dick, als dass ich den Lichtleiter vor allem der oberen LED hier durchkriegen würde. Auf der anderen Seite ist das natürlich genauso gemacht. Also hier sieht man sehr schön diese schwarze Fläche hier, das ist das, was ich ausgefräst habe. Und dann werden die Lichtleiter von innen nach außen durchgesteckt. Dann schneide ich hier das zu lange Stück einfach ab mit einem Seitenschneider. Und dann gehe ich mit einer Feile hin und feile das Ganze wieder glatt. So dass man diesen Eindruck jetzt hat, beziehungsweise auf der anderen Seite diesen Eindruck jetzt hat. Wer das Video von der V100 Epoche 3 gesehen hat, sieht vielleicht, dass ich hier deutlich sauberer gearbeitet habe. Also hier ist an den Rändern von den Scheinwerfern nicht so viel Material verloren gegangen. Hier genauso. Ich zeige nochmal die andere Seite. Auch hier ist nicht so viel Material verloren gegangen. Ich habe schon mal Stecker Stecker eingebaut. In der Mitte befindet sich der gemeinsame Plusrückleiter. Dann haben wir hier einmal weiß, einmal rot. Ob es jetzt wirklich richtig ist, kann ich nicht sagen. Das sieht man erst nachher, wenn ich das Ganze einstecke. Und dann hier nochmal das Gegenstück für die andere Seite der Lok. Was ich noch einbauen muss oder einkleben muss, ich werde es einkleben, ist die Führerstandsbeleuchtung. Die kommt hier in die Mitte rein. Und dann ist das Gehäuse an sich schon fertig. Und es fehlt dann halt nur noch, was heißt nur noch die Schnittstellenplatine. Das Modell ist ja mit einer Halterung für den Delta-Decoder ausgestattet. Ich habe es noch nicht geprüft, ob diese Halterung passt. Zur Not habe ich diese Halterung auch nochmal, hier weiß ich definitiv, dass die Schnittstellenplatine hier hineinpasst. Darauf wird dann der Decoder einfach aufgesteckt. Der ein oder andere wird es vielleicht schon erkannt haben. Die Schnittstellenplatine, die ich hier verwende, ist eine Schnittstellenplatine von ESO und es sind deutlich mehr Kabel bereits angelötet an der Platine als original. Ich habe hier zusätzlich bereits angelötet die Kabel für AOX 3, das ist das pinke, für AOX 4, das ist das türkise und für AOX 5, das ist dieses grün-gelbe Kabel. Ich weiß nicht, ob man im Video jetzt genau erkennen kann, dass es grün-gelb ist. Außerdem habe ich angelötet die Kabel für den Lautsprecher. Den werde ich vom Decoder abschneiden. Die einzigen Kabel, die dann noch angeschlossen werden, die nicht auf die Platine gehen, sind die für das Powerpack, das ich vorhabe einzubauen. Das habe ich deshalb noch nicht angelötet, vor allem an den Decoder noch nicht angelötet, weil ich erstmal schauen muss am Ende, wie viel Platz habe ich noch übrig. Auch wenn dieses Powerpack natürlich nicht besonders groß ist, braucht es dennoch ein bisschen Platz. Und ich muss schauen, wo ich das hier in die Lok noch reinkriege, denn ich muss neben dem Decoder ja auch noch die Schallkapsel bzw. den Lautsprecher auch noch hier unterbringen. Und ja, ihr kennt wahrscheinlich die Baureihe 212. Allzu viel Platz ist in diesem Modell nicht drin. Aber dennoch werde ich versuchen, alles da hinein zu quetschen. Nochmal ein kleines Update zwischendurch. Jetzt habe ich auch die Führerstandsbeleuchtung eingebaut. So kann man es besser sehen. Das ist die übliche Konstruktion, die ich dafür verwende. Eine kaltweiße SMD-LED in dem Fall und ein Widerstand. Ein Video, wie ich das zusammenbastel, habe ich ja schon mal gemacht. Und da ich jetzt hier keine Fräsarbeiten mehr durchführen muss, ist das nächste, was jetzt ansteht, der Einbau des Getriebes samt Motor.
und auch die Drehgestelle können wieder soweit dran. Und danach wird dann die 21 MTC Schnittstelle verbaut. Das wäre dann mehr oder weniger der letzte Schritt, außer dass ich noch Platz finden muss für das ein oder andere Bauteil, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. So, nochmal ein kurzes Zwischenupdate. Vielleicht wird der ein oder andere sich schon gewundert haben, na, was baut ihr da für ein Motorschild ein? Das kann ja gar nicht passen, denn vielleicht habt ihr das schon mal umgebaut oder ihr habt schon mal davon gelesen, wie das umgebaut wurde. Hier unten befindet sich eine Befestigungsschraube. Das Motorschild ist relativ dick, wie man hier sehen kann. Und hier sind noch umfangreiche Fräsarbeiten notwendig, damit diese Schraube hier in dieses Gehäuse noch hineinpasst. Ich habe jetzt mit einer mit einem Dremel hier und einer Scheibe musste ich hier diesen Bereich komplett ausfräsen, damit die Schraube am Ende in das Gehäuse reinpasst. Weil nur so kann man den Motor wieder einbauen, beziehungsweise Motor und Getriebe wieder einbauen. Ansonsten passt das nämlich nicht. Das habe ich jetzt natürlich nicht gewusst, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ein bisschen Nacharbeiten hat dann aber geholfen, sodass das Ganze jetzt wieder in die Lok hineinpasst. Wie ich schon vorhin gesagt hatte, jetzt fehlen noch die Drehgestelle, die muss ich jetzt noch wieder einbauen. Und dann geht es mit dem Einbau der Platine weiter.